Yalo Akunda aus Namibia hat ein großes Ziel. Sie will nach Deutschland auswandern. Mit Hilfe einer Vermittlungsagentur bekommt die Krankenschwester eine Stelle an einer deutschen Uniklinik. Ein Weg voller Höhen und Tiefen. Wird sie in der Fremde glücklich werden? Regelmäßig geht Yalo Akunda auf den Markt in Windhoek, gemeinsam mit ihrer Cousine und deren Sohn. Sie wohnen zusammen, stehen sich nahe und sie haben die gleiche Leidenschaft: Grillfleisch, vor allem Kuhinnereien. Namibisches Fleisch ist das Beste der Welt. Ich werde es sehr vermissen. Yalo wird nicht mehr lang bei ihrer Familie bleiben. Denn in Namibia findet sie trotz abgeschlossenem Studium keinen Job. In Deutschland sind Krankenschwestern dagegen Mangelware. Und dort kann sie viel dazulernen, verdient mehr. Deswegen hat sie einen Vertrag mit einer Vermittlungsfirma abgeschlossen und lernt seit 5 Monaten Deutsch. Von morgens bis abends. Es ist wirklich stressig, aber wir wissen, wofür wir es tun. Also geben wir alles. Personal der Uniklinik Düsseldorf ist nach Windhoek gekommen für Bewerbungsgespräche. Yalo ist nervös. Einmal tief durchatmen, Luft holen. Das erste Bewerbungsgespräch und das gleich auf Deutsch. Was war denn jetzt Ihre Intention zu sagen, jetzt gehe ich nach Deutschland? Es ist eine Möglichkeit für mich, für meine persönliche Entwicklung und auch mit ersten Klasse Medizinerpersonal zu arbeiten. Tillmann Frank leitet die Vermittlungsagentur Capital & Medical und hat den Sprachkurs bezahlt. Er rekrutiert seit Jahren weltweit Pflegekräfte. Für jede erfolgreiche Vermittlung bekommt er von der Klinik eine Prämie. Breites Fachwissen und gutes Deutsch. Yalo überzeugt Thorsten Ranz, dem Pflegevorstand der Klinik. 5 Monate? Das würden wir in Englisch, das kriegen wir nie hin. Wenn wir Englisch, die 5 Monate, also unglaublich. Sie passen nach Düsseldorf, die passen in unser Team, die passen auf unsere Station. Also ich bin total begeistert. Mitten im Deutschkurs beim Schlagersingen. Das Ergebnis der 15 Bewerbungsgespräche. Wir haben über Sie gesprochen und ich kann Ihnen sagen, dass wir vom Klinikum entschieden haben, dass wir Sie alle gerne in Düsseldorf hätten. Ich bin so aufgeregt, ich kann gar nicht sagen, wie ich mich fühle, aber sehr, sehr aufgeregt. Der Tag des Abflugs. Yalo musste 3 Monate lang darauf warten. Wegen des Coronavirus gab es keine Flüge. Okay. Am Flughafen ist die Familie mit dabei. Yalo kommt aus einem kleinen Dorf, teils ohne Elektrizität. Der Vater arbeitet auf einer Schweinefarm. Dass seine Tochter nach Deutschland geht, ist ein Riesenerfolg. Aber ein schmerzhafter. Es ist sehr schwer für mich. Aber ich muss es eben akzeptieren. Es tut weh, aber so ist es nun mal. Wann Yalo wiederkommt, wissen sie alle nicht. Mindestens 2 Jahre will sie in Deutschland bleiben. Vielleicht aber auch viel länger.
Flughafen Frankfurt. Auch für das Personal der Vermittlungsagentur und der Uniklinik ein großer Moment. Sie brauchen dringend neues Personal. Monatelang haben sie darum gekämpft, die neuen Pflegerinnen während der Pandemie ausfliegen zu können. Schön, dass ihr da seid. Am besten gehen wir mal darüber. Angekommen. Ein Wechselbad der Gefühle. Ja, ist so wow, beautiful. Wie schön. So schön, unglaublich. I can't believe this. Namibia ist so trocken im Vergleich. We'll learn how to swim and swim. Wir werden schwimmen lernen und in diesen Seen schwimmen gehen. Wow. Die Landschaft, die Autobahn, die Temperaturen. Alles ist ungewohnt für Yalo. Long buildings. Die Klinik hat Wohnungen für die Pflegerinnen angemietet. Yalo wird ab jetzt mit ihren Kolleginnen in einer 7er WG wohnen. Das ist die Heizung, oder? Es ist so anders. Es gibt überhaupt keine Ähnlichkeiten zu Namibia. Wie eine andere Welt. Die ganzen Läden, die Autos. Ich fühle mich, als sei ich in New York. Dann ist es soweit. Frau Hutwelker, Chefin. Okay. Frau Hutwelker. Yalo lernt ihre zukünftige Station kennen. Hallo. Schwester Yalo. Hallo. Hallo. Schwester Sabine. Sabine. Sabine, einfach. Du musst sagen, wenn ich zu schnell spreche. Okay. Ich verstehe alles. Sabine Schneider, die stellvertretende Stationsleiterin, wird Yalos Mentorin sein. 4 Wochen lang lernt Yalo die Krankenhausabläufe kennen und paukt in einem Kurs medizinische Fachbegriffe. Dann darf sie endlich selbst ran. Infusionen vorbereiten. Für die studierte Krankenschwester kein Problem. Mehr Bammel hat sie, ob die Patienten nett zu ihr sind. So, ich lege mich. Ja. Okay. Nein, sitzen. Sitzen, bitte. Ja, ist gut. Fieber, gut. Werner Blank wurde vor einigen Tagen wegen einer Lungenentzündung eingeliefert. Er ist schon 87 Jahre alt. 176. So 104. Hm. Ja, das glaube ich schon eher. 104. Ja. Sabine Schneider ist rundum zufrieden mit Yalo. Also ich bin erstaunt. Erstmal, wie gut sie Deutsch spricht. Finde ich ganz klasse. Ja, und sie scheint schnelle Auffassungsgabe zu haben, setzt das schnell um. Also ich bin da ganz positiv gestimmt. Ja. In einigen Monaten muss Yalo noch mal eine Prüfung ablegen. Danach wird sie so viel verdienen wie eine deutsche Krankenschwester. Viel Geld für sie. Ich möchte damit unser Bauernhaus mit Strom versorgen. Help my cousin. Und meiner Cousine helfen. Und auch meinem Bruder. Der studiert ja noch und kann ein bisschen Taschengeld gebrauchen. Give him some pocket money. Ja, wie geht das? Ein bisschen vielleicht. Ja, ja. Schnell alles umziehen. Werner Blank hat das Schlimmste überstanden und wird verlegt. Er hat mehrere Enkel und ein gutes Verhältnis zu ihnen. Einer von ihnen wohnt sogar in der Nachbarwohnung. Davon können viele deutsche Großeltern nur träumen. Doch Yalo findet es schade, dass er nicht die ganze Großfamilie um sich hat, wie in Namibia üblich. So, Herr Blank, jetzt geht es los. Jetzt werden Sie abgeholt. Ja, ja. Die Herr Abmann, das kriegen Sie im... Ja. Ich darf das mal eben hier von hinten so, damit ja, die Brille ja nicht flöten geht, ne? Nö. Genau, das bekommen Sie dann im Auto wieder neu. Ja. So. Dankeschön. Yalo mag ältere Menschen.
Doch in Deutschland tun sie ihr manchmal leid. Ja. So. Das andere kann ich gleich. Das ist nicht falsch. Ja. Tief runter. Nicht erschrecken. Nein, nein. Alles Gute, Herr Blau. Ja. Mach's ja, gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja. Tschüss. Oh, er ist goldig. Zu Hause sind alte Menschen nie alleine. Sie wohnen bei ihren Kindern und Enkeln. Hier tun mir die alten Leute leid. Es ist nicht gut, alleine zu sein, vor allem wenn man alt ist. Das macht mich traurig. Ja, ein bisschen sad. Feierabend. Jallo ist mit zwei Kolleginnen unterwegs. Italienisches Eis finden sie super und die Stadt bezaubernd schön. Was ihnen noch fehlt? Deutsche Freunde. It's not easy. Es ist echt schwer. Und für uns sind Freunde wie eine Familie. Aber die Deutschen sind da reservierter. Irgendwie hart zu knacken. Aber wenn man erst mal befreundet ist, sind sie vielleicht ganz anders. Bootstour. Die erste ihres Lebens. Ich werde mich eingewöhnen, aber es wird sich nicht anfühlen wie zu Hause. Vielleicht, wenn... Nein, wie Heimat wird es sich nie anfühlen. Es ist zu anders. Ihre Entscheidung bereut sie trotzdem nicht. Die Arbeit ist toll. Ich lerne viel, lerne von den Besten. Ich bereue es kein bisschen. Sie hofft, bald deutsche Freunde zu finden, als eine Art Familienersatz. Dann könnte sie trotz aller Unterschiede auch in Deutschland glücklich werden.